Diese Bilder entstanden im Januar 1990 in Gera, damals noch Bezirkshauptstadt der DDR. Das Ende der DDR als eigenständiger Staat kam schneller, als man es noch im Januar geglaubt hatte. Was war die DDR vor der sogenannten Wende? War sie der Beweis für die Untauglichkeit der sozialistischen Idee? Oder deformierter Sozialismus, wie es heute viele PDS-Anhänger darstellen? Und was hatte die DDR überhaupt noch mit den sozialistischen Idealen zu tun, für die Generationen von Arbeitern eingetreten sind? Nichts war in der DDR so verhasst wie der Staatssicherheitsdienst. Er war eins der wichtigsten Instrumente der SED zur Unterdrückung der Bevölkerung. Ministerium für Staatssicherheit, Berlin DDR, Normannenstraße 22. Hier residierte seit 1957 Erich Mielke als Minister. Er war Herr über einen Apparat von zuletzt etwa 20.000 Angestellten und 80.000 sogenannten inoffiziellen Mitarbeitern, zu Deutsch Spitzeln. Markus Wolf, Chef des Spionagezweiges des Ministeriums, der sogenannten Hauptverwaltung Aufklärung. Die eigentliche Staatssicherheit, die Stasi, das war die Hauptverwaltung Sicherheit des Ministeriums, untergliedert in etwa 20 Abteilungen. In jeder der 15 Bezirkshauptstädte hatte die Stasi umfangreiche Niederlassungen. Der Neubau in Gera wurde erst im Sommer 1989 fertig. Von hier aus verwaltete die Stasi die alltägliche, die umfassende Bespitzelung und Einschüchterung der Bevölkerung. Katrin, 23 Jahre, kein spektakulärer Fall. Ihr Bruder hat sie mit dem Trabi im Westen abgeholt. Dorthin wurde sie 1985 ausgewiesen. Jetzt kann sie zum ersten Mal wieder ihre Heimatstadt besuchen. Ich meine, ich habe mich in der FDJ und auch früher, ich war in der Schule im Freundschaftsrat und im Pionierrat und auch in der FDJ immer. Ich habe gerne also Funktionen angenommen, weil ich hatte da auch meine Vorstellungen und wollte wirklich da mitarbeiten. Ich bin auch von zu Hause in der Richtung also erzogen worden. Damals hatte ich eigentlich da noch nicht so große Konflikte. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das eigentlich irgendwann angefangen hat. Man fängt an, irgendwann zu vergleichen, was einem erzählt worden wird und wie es umgesetzt wird. Wenn man jetzt einfach nur ehrlich sein will, dann kriegt man schon Kontra. So fing das bei mir eigentlich dann an, dass ich mich dann versucht habe, mit Leuten darüber zu unterhalten. Ich wollte Antworten hören und nicht nur irgendwelche Phrasen dann, die mir vorgesetzt worden sind. Über die Kirche bekommt Katrin Kontakt zur unabhängigen Friedensbewegung. Es war im November 83, als der Beschluss rausgekommen ist, dass die SS-20 und die Pershings stationiert werden. Da waren wir natürlich alle unwahrscheinlich aufgebracht, weil wir haben auch damals versucht, eben über die Kirche verschiedene Sachen auch durchzusetzen. Wir haben Briefe geschrieben, Unterschriften gesammelt und sowas. Aber eben alles sehr heimlich. Und es hat aber alles nichts genützt. Und da haben wir gedacht, also jetzt reicht es, jetzt müssen wir einfach irgendwas organisieren. Wir müssen mal zum Ausdruck bringen, dass wir einfach dagegen sind. Weil wir haben ja auch zum Beispiel das in der BRD verfolgt, wie die Leute da auch auf die Straße gegangen sind. Sie versuchen, eine Demonstration zu organisieren. Und zwei Tage vorher ging es also dann los, dass scharenweise die Leute verhaftet worden sind. Also nicht verhaftet in dem Sinn, die sind nach ein paar Stunden schon wieder rausgekommen. Dass die Leute geholt worden sind, dass denen gedroht worden ist, wenn ihr dahin geht, dann holen wir euch ab. Dass die Sachen unterschreiben mussten, dass sie also nicht dran teilnehmen. Und dann ist unserem Pfarrer, also der hat in Lusern dann eine Kirche gehabt, das war also so die letzte Zeit der größte Treffpunkt, dem ist dann auch ans Herz gelegt worden, die ganze Sache abzublasen, weil ansonsten also viele Leute verhaftet waren. Katrin plant, gemeinsam mit einem Arbeitskollegen und zwei Freunden eine Flugblattaktion. Dann haben wir uns also rangesetzt. Ich habe bei mir auf Arbeit, also
teilweise dann eine Stunde vorher angefangen zu arbeiten, habe die Sachen auf der Maschine getippt und hatte für mir auch von meinem Vater die Schreibmaschine ausgeliehen. Und dann also immer mit Durchschlägen die Sachen geschrieben, circa 2000 Stück hatten wir dann zusammen. Ja, und dann haben wir uns noch ein einziges Mal getroffen. Wir haben festgelegt, wo jeder die Sachen verteilen soll und haben uns dann eben auch Wohngebiete rausgesucht, also wo wir uns ziemlich sicher waren, dass Familien mit viel Kindern wohnen oder auch Arbeiterfamilien. Und sind dann am 23. gegen 18 Uhr los und haben die Sachen in die Briefkästen gesteckt. Nicht in erster Linie der Inhalt der Handzettel beunruhigt die Stadtsicherheit. Es ist die Tatsache, dass überhaupt jemand unkontrolliert politisch aktiv wird. Katrin bekommt Besuch. Das war am 4. April 1984. Also so morgens gegen kurz nach 6. Es war zu der Zeit aber eigentlich nicht unbedingt so außergewöhnlich, dass die morgens kamen und einen einfach mal geholt haben. Zu der Zeit ist das ziemlich oft passiert. Ich musste mich dann also anziehen, durfte nichts einpacken, meinen Ausweis musste ich abgeben, runter ins Auto rein und dann sind wir eben hier reingefahren. Und am nächsten Morgen bin ich dann einem Vertreter vom Staatsanwalt vorgeführt worden, der mir dann Haftbefehl vorgelegt hat. Also dass ich eben nach § 218, der heißt Zusammenrottung mit der Verfolgung gesetzwidriger Ziele, erstmal in der Untersuchungshaft bleiben muss. Die Gerichtsverhandlung an sich, die dauerte den ganzen Tag, aber gesagt habe ich eigentlich bei der ganzen Verhandlung überhaupt nichts, außer wie ich heiße und wann ich geboren worden bin. Und wir haben also uns dann das Urteil eben angehört, dass wir gegen die Gesetze der DDR verstoßen haben, weil wir uns eben also öffentlich ohne Anmeldung unsere Meinung gesagt haben. Und sind dann unterschiedlich also verurteilt worden. Der Frank und ich, wir haben beide ein Jahr bekommen, die beiden anderen 8 Monate. Katrin wurde ins Frauengefängnis Hoheneck gebracht. Nach einem knappen Jahr wird sie ohne Vorankündigung in einen Bus gesetzt und in die BRD abgeschoben. Für die Stasi ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Sie hat die Aufgabe, auch das Umfeld, das sind die Familie und die Arbeitskollegen, einzuschüchtern und zu demoralisieren. Der Vater ist Abteilungsleiter für Einkauf im größten Elektronikbetrieb von Gera. Ich war auch engagiertes Parteimitglied. Im Rahmen meiner fachlichen Tätigkeit im Zusammenhang im Betrieb und so. Und das war für mich, wie gesagt, was ich da bei der ganzen Sache erleben musste, war für mich natürlich eine sehr dauerliche Erkenntnis. Man hat mir, das habe ich dann später mitgekriegt, sofort einen Mann eingeschleust in meinen Leitungsbereich, der mich also laufend im Auge hatte. Denn von Seiten der Staatssicherheitsdienste und so, die das ja bearbeiten, solche Fälle, wird ja da sofort gerechnet, oder wurde ja sofort gerechnet, dass die Familienangehörigen dann Partei ergreifen und irgendwie irgendwas unternehmen. Und das wurde ringsherum abgeschirmt. Und ich wusste, dass, ich meine, ich kann das nicht beweisen, dass der Mann das war, aber wir hatten da auch unsere Kanäle, wo wir immer wissen, wo kam einer her, wie die so kadermäßig eingeflogen wurden und so weiter, konnte man sich das denken. Zu der Zeit, wo das war, da eine offene Revolution irgendeiner Form da Macht zu machen, die hätte weder noch Katrin genützt und für mich das absolute Aus bedeutet. Vor ihrer Verhaftung hatte Katrin am Puppentheater in Gera gearbeitet. Das kleine Ensemble ist schon vorher durch kritische Beiträge aufgefallen. Also das Erschreckendste für mich war allerdings dieses Gespräch mit dem Staatsanwalt und diesem Herrn der Stadtsicherheit. Also da konnte es einen eiskalten Rücken runterlaufen. Ich hatte vorher sowas noch nicht erlebt und ich habe schon viel erlebt. Also wir mussten quasi abschwören, uns mit diesen beiden zu verbünden, zu solidarisieren. Es war nichts, keine Rede von dem schönen Wort von sozialistischem Kollektiv, was wir ja waren und dann plötzlich auch nicht mehr. Also es war erschreckend, ja. Und es wurde uns auch sehr deutlich gesagt, also wenn irgendwie einer, wenn einem das nicht passt, ich meine, da kann ohne Schwierigkeiten gehen oder gegangen werden. Ne. Ingrid Fischer, damals Oberspielleiterin, schildert die Situation nach den Verhaftungen. Ich habe in einem Sechs-Augen-Gespräch zwischen unserem Intendanten und unserem Direktor gesagt bekommen, dass ich hier schief liege, denn schließlich wäre ich verantwortlich als Ensembleleiter
für das Ensemble. Denn mit der Inhaftierung setzte also eine Untersuchung durch die Staatssicherheit ein, die in Verhören fast alle Puppenspieler betroffen hat. Die darüber nicht reden durften, die, ich habe dann immer wieder bei Proben festgestellt, der oder jener fehlt. Sie haben ja das dann sehr heimlich auf dem Klo gesagt, wo sie waren, weil sie darüber eigentlich nicht sprechen sollten. Es wurden von Maja Kühn damals zum Beispiel Unterschriften abverlangt, dass sie Informationen weitergibt. Sie hat sich geweigert. Das war für den damaligen Zeitpunkt äußerst mutig. Und der Intendant Heinz Schröder sagte mir damals, also wir können künstlerisch nicht an sie ran, menschlich nicht, aber politisch rollt ihr Kopf. Und dieses Ensemble schlagen wir mit dem Brecheisen auseinander, darauf können Sie sich verlassen. Erhard Österreich, der Sohn des Theatergründers, ist seit der Verstaatlichung 1962 Direktor des Puppentheaters. Als Mitglied der SED hatte er die Maßnahmen gegen das Ensemble mitzutragen. Ich muss auch sagen, dass wir Auseinandersetzungen in der Partei, ich war auch Parteileitungsmitglied in Bühnderstadt Gera, Auseinandersetzungen gehabt haben, unsere Meinung geäußert haben, die auch gegenüber der Kreisleitung und der Bezirksleitung. So, und wenn sie eine andere Meinung hatten als das, was gehört werden wollte, kamen sie schon in dem Verruch schief zu liegen. So, und anschließend auch zur Brust genommen worden. Es wurde eben noch einmal die Linie verdeutlicht und wo du lang zu gehen hast als Genosse. So bekam jeder gesagt, wo er lang zu gehen hatte. Und die SED, hier die Bezirksleitung Gera, legte fest, was gehört werden wollte. Was hat das noch mit den revolutionären, kritischen Lehren der Vorkämpfer des Kommunismus zu tun? Marx und Lenin forderten gerade das selbstständige Denken der Arbeiter. Sie verlangten Kritik und Kontrolle von unten. Die SED machte aus den Ideen und Idealen des Sozialismus eine hohle Fassade, die den wirklichen Inhalt des Marxismus-Leninismus vergessen machen sollte. Denn der Anfang der DDR sah ganz anders aus. Auch, ja. Ja, ich will mal sagen, es war ja nicht so, dass nach 1945, was ich ja dann als Jugendlicher schon in den Alter mitgemacht habe, Lehrzeit und so weiter, in den 50er Jahren, sah man ja doch, dass es erstmal zumindest aus dem Stand der Nachkriegsjahre vorwärts ging. Ja, das war ja schon mal klar. Dann lässt man sich als Jugendlicher sowieso für irgendwas schneller begeistern, das ist grundsätzlich so. Und dann kann ja keiner widerlegen, dass der Sozialismus von seiner theoretischen Grundidee nicht das Ideale eigentlich für die Menschheit ist. Es waren nicht nur die Jungen, die mit anpackten, im Osten wie im Westen. Die Fabriken waren zerstört, die Kapitalisten hatten sich vielfach aus dem Staub gemacht. Das Potsdamer Abkommen forderte ein einiges demokratisches und antifaschistisches Deutschland. Und in den Gebieten, die der sowjetischen Militärverwaltung unterstanden, wurde es auch verwirklicht. Die demokratischen Parteien wurden wieder zugelassen. Die Bodenreform 1947 schafft den kleinen Bauern eine Existenzgrundlage. Volksentscheide verlangen die Enteignung der Großkonzerne, die Hitler an die Macht gebracht hatten. Die Bedingungen waren schwierig, aber alle packten an. Anders die Entwicklung im Westen. Es dauert nicht lange, bis Kriegsverbrecher wie Friedrich Krupp wieder auf freiem Fuße sind. Man braucht sie. Amerika will Deutschland zum Vorposten gegen die Sowjetunion ausbauen. Konrad Adenauer von der CDU und Kurt Schumacher von der SPD ziehen mit. Die Allianz mit den USA ist ihnen wichtiger als die Einheit Deutschlands. Juni 48. Einseitige Währungsreform in den drei Westzonen. Über Nacht ist die sowjetische Zone wirtschaftliches Ausland. Der Warenaustausch kommt zum Erliegen. 1949. Im Mai wird der westdeutsche Separatstaat gegründet, die Bundesrepublik. Im Oktober schließlich konstituiert sich die DDR.
provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Die DDR musste sich entwickeln, auch in den Anfang der Jahren bei einer offenen Grenze, und bekam ja von außen keinerlei Hilfe. Im Gegenteil, das habe ich ja auch noch miterlebt als junger Mensch, es wurden ja bis in die 50er Jahre hinein, oder zumindest noch zu Beginn der 50er Jahre, noch Sachen aus der DDR herausgeschafft, in Richtung der Reparationskosten und so weiter, sodass also hier nicht von irgendwoher erstmal jemand was herstellen konnte, um, ja, und es musste mit Maschinen begonnen werden und mit sonst was, die also einen ganz schweren Anfang bedeuteten. Und die Partei und auch der Staat musste natürlich ständig Obacht geben, dass die Einflüsse von außen, die ja den sozialistischen Beginn auf keinen Fall gut gesonnen waren, dass die natürlich nicht so führten, dass damals schon es aus hätten bedeuten müssen. Die DDR war damals die zentrale Zielscheibe im Kalten Krieg. Berlin war Tummelplatz für Agenten und Spione. Geheime Organisationen wie das sogenannte Ostbüro der SPD bemühten sich, die DDR zu destabilisieren. Bis hin zur gewaltsamen Sabotage. ...1950 richtete die DDR das Ministerium für Staatssicherheit ein. Das Amt sollte den neuen Staat vor Angriffen feindlicher Kräfte schützen. Eine notwendige Maßnahme, denn unter den enteigneten Großbauern und den vielen alten Nazis suchte der Westen nach Verbündeten. Das Ziel war die Beseitigung der antifaschistischen und demokratischen Ordnung im Osten. Zwar verbesserte sich unter diesen Bedingungen die Versorgungslage der Bevölkerung nur langsam, doch insbesondere der Aufbau der Schwerindustrie, die Vorbedingung für einen langfristigen Aufschwung, machte Fortschritte. Im Juni 1952 tagt die zweite Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Nun soll, so schlägt das Zentralkomitee vor, der Sozialismus in der DDR planmäßig aufgebaut werden. Dieser Beschluss löst Begeisterung bei vielen der alten Sozialdemokraten und Kommunisten aus. Jahrzehntelang hatten sie für dieses Ziel gekämpft. Nun sollte der Sozialismus auf deutschem Boden Wirklichkeit werden. Grundlage dafür war vor allem die wirtschaftliche Entwicklung. Ohne weitere Enteignungen erbrachte der volkseigene Sektor über 80% der Wirtschaftsleistung. Auch in der Landwirtschaft begannen Bauern freiwillig, sich zu Produktionsgenossenschaften zusammenzuschließen. Die Erfolge gingen vor allem auf die Initiative bewusster Arbeiter zurück. Sie hatten aus der Erkenntnis, dass es um die eigene Zukunft geht, höhere Arbeitsleistungen erbracht und die Produktivität gesteigert. Doch sie bilden längst nicht die Mehrheit. Gerade 7 Jahre nach dem Ende der Hitler-Diktatur verhielten sich die meisten Arbeiter noch abwartend. Die Kommunisten mussten sich auf eine langwierige Überzeugungsarbeit einstellen. Denn niemals kann der Sozialismus gegen den Willen oder auch nur ohne die Initiative der Werktätigen aufgebaut werden. Die SED war auf diese Aufgabe nicht ausreichend vorbereitet. Nur wenige erfahrene Kommunisten hatten die Zeit des Hitlerfaschismus überlebt. Viele junge Mitglieder mussten ohne gründliche Ausbildung Funktionen übernehmen. Und es gab auch bereits einige, die weniger aus Überzeugung als wegen der eigenen Chancen Parteimitglied wurden. Es hatte sich herausgebildet, der Berufsparteifunktionär. Und
Wobei ich niemand unterstellen will, dass die alle was Böses wollten. Die wollten alle was Gutes. Bloß es fehlte mitunter dann die Fach- und Sachkompetenz, um richtige Entscheidungen zu treffen. Die haben sie getroffen. Ohne sich zu beraten, ordentlich zu beraten, oder sich mit Leuten zu beraten, die von vornherein immer genickt haben und so weiter. Das sind Gefüge, das kann man mit Worten gar nicht richtig erklären. Das ist kompliziert. Der Sozialismus fordert nicht nur Beratung, sondern offene Kritik an solchen bürokratischen Verhaltensweisen. Deshalb konnte der Einsatz des Staatssicherheitsdienstes gegen Kritiker statt gegen tatsächliche Agenten nur Schaden anrichten. Auch dadurch spitzte sich die Situation im Frühjahr 1953 zu. Die Sowjetunion warnt die SED-Führung vor Tendenzen zur Loslösung von den Arbeitern. Die Gruppe um Walter Ulbricht greift diese Hinweise nur widerwillig auf. Sie sind 1945 nach 12 Jahren Exil zurückgekehrt. Gegenüber den deutschen Arbeitern hegen sie immer noch ein gewisses Misstrauen. Enttäuschung darüber, dass die deutsche Arbeiterklasse nicht selbst zum Sturz des Hitlerfaschismus beigetragen hat. Der Westen nutzt die Fehler der SED kaltschnäuzig aus. Der Sender RIAS, von den USA in Berlin aufgebaut. Uhr, hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Die westliche Propaganda schürt die Unzufriedenheit über Versorgungsmängel und die Kommandomethoden der Führung. 17. Juni 1953. Aus einem Streik der Bauarbeiter gegen die 10%ige Erhöhung der Arbeitsnormen entwickelt sich ein Massenprotest gegen die anwachsende Bürokratie. Die SED zeigt sich unfähig, die demonstrierenden Menschen zu überzeugen und gegen Provokateure zu mobilisieren. Die Bewegung gerät mehr und mehr unter den Einfluss der westlichen Seite. Schließlich greifen sowjetische Panzer ein. Kurze Zeit sieht es so aus, als könnten die SED-Mitglieder nach dem 17. Juni das Ruder herumwerfen. Sie fordern Veränderungen im Führungsstil und der Politik der SED. Doch schon am 19. Juni spricht das SED-Organ einseitig nur noch von einem faschistischen Putschversuch. Ulbricht und die Mehrheit des Zentralkomitees begreifen nicht, dass der Sozialismus die Kritik der Arbeiter braucht. Gegen bürokratische Methoden und Führer muss die Arbeiterklasse auch mit Streiks und Demonstrationen vorgehen. Doch das ZK versucht, die Arbeiter mit wirtschaftlichen Zugeständnissen zu beruhigen und baut den Staatssicherheitsdienst aus. Er verfolgt nun tatsächliche, aber auch vermeintliche Agenten. Die Parteifunktionäre aber, die durch ihre Kommandomethoden und ihren persönlichen Ehrgeiz das Vertrauen in die SED untergraben haben, bleiben ungeschoren. In der Sowjetunion ist eine ähnliche Entwicklung eingetreten. Nikita Chruschtschow ist dort der Hauptvertreter der Parteibürokraten. Seit 1953 ist er erster Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU. 1956, auf dem 20. Parteitag, wird die Politik der KPDSU in wesentlichen Punkten geändert. Die Kritik an Stalin dient als Vorwand, um den Sozialismus zu beseitigen. Ulbricht und die SED-Spitze folgen willig. Aus der Ablehnung der Selbstkritik wird nun die Verfolgung der Kritiker. Aus kleinbürgerlichem Ehrgeiz wird bürgerliches Streben nach Macht und Reichtum. Doch die sozialistische Fassade bleibt erhalten. Sie predigten Wasser und tranken heimlich Wein. Wir haben uns auch aufgeregt, dass die mit Volvos hier rumgefahren sind, weil wir gesagt haben, ihr sollt als parteiführenden Kräfte ein gutes und ein schönes Auto fahren. Ich meine, aber ihr braucht keine Westwagen zu fahren und damit zu proklamieren, dass unser Mist nicht durcht oder was. Das passt ja nicht zusammen. Ne? Wenn ich auf der einen Seite
und so weiter. Und dann kommt Herr Hager hier nach Gera, um eine Wanderfahne in Betrieb zu erreichen. Und da fahren 12 Volvos hier durch Gera durch, um den einen Mann zu begleiten und solche Sachen. Über Privatwege gelangt man zum Gästehaus der Bezirksleitung der SED. Das, was sich da drinnen abspielt, das haben wir ja nicht gewusst. Das ist nun jetzt erst alles hochgekommen. Ja. Was war da los? Nicht, ja, dass die eben dort Geburtstagsfeiern, private gefeiert haben und was weiß ich nicht alles mit riesigen Umsätzen und alles auf Parteikosten und dass die drei Jagdhäuser hatten und dass die, und was weiß ich, in dem Wandlitz nur wie im Westen gelebt haben, vielleicht auch noch sogar kostenlos auf Staatskosten. Das war in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die hatten sich entwickelt, die hatten abgehoben, haben wir gesagt. Sie hatten abgehoben. Sie bildeten eine geschlossene Gruppe, eine neue herrschende Klasse. Erich Mielke übernimmt 1957 das Ministerium für Stadtsicherheit. Unter seiner Führung wird die Stasi zum wichtigsten Unterdrückungsinstrument. Die Mitarbeiterzahlen steigen sprunghaft an. Eindeutig richtet sich der Geheimdienst nun gegen die eigene Bevölkerung. Überall entstehen festungsähnliche Neubauten, wie hier die Bezirksverwaltung Berlin. In diesen Bunkern verfasst die Stasi Stimmungsberichte für die SED-Führung. Berlin Hohenschönhausen. In dieser Fabrik ließ die Stasi Wanzen und andere Spitzelgeräte bauen. Die Überwachung war nahezu lückenlos. In unmittelbarer Nachbarschaft der berüchtigte Stasi-Knast. Prügel und Folter gegen Oppositionelle waren an der Tagesordnung. Entscheidend war schließlich die Wirkung der Zehntausende kleiner und großer Spitzel. Keiner konnte dem anderen trauen. Die SED-Führung stützte ihre Herrschaft auf Misstrauen und Angst. Schließlich durchdringt der Staatssicherheitsdienst die DDR wie die Metastasen eines Krebsgeschwürs. Er sichert die Macht einer Klasse aus Bürokraten, die den Sozialismus verraten haben. Sie lebten von der Ausbeutung der Arbeiter. Aus der sozialistischen DDR war ein Land des bürokratischen Kapitalismus geworden. Herbst 1989. Das Honecker-Regime hat abgewirtschaftet. Die bürokratische Form der Ausbeutung zeigt sich dem westlichen Kapitalismus klar unterlegen. Die Ausreisewelle, der Druck aus dem Westen und die Demonstrationen der Bürgerbewegung lassen die SED-Herrschaft innerhalb weniger Wochen zusammenbrechen. Doch nicht die Bürger und die spontan entstandenen Gruppen geben den Ton an. Lediglich die führenden Köpfe des SED-Staates werden ausgewechselt. Der Rest, vom Kombinatsdirektor bis zum Stasi-Oberst, regelt die Übergabe der DDR an die BRD. Innenminister Distel soll die Stasi angeblich auflösen. Doch er schaltet zuallererst die Bürgerkomitees aus. Dann sollen die Akten von 6 Millionen Menschen an die Bundesregierung übergeben werden. Dagegen gibt es Proteste. Und ich bin der Auffassung, die Stasi-Akten gehören in unsere Hand, denn es ist unsere 40-jährige Geschichte. Wir haben hier gelitten und gelebt, ja, und haben das alles durchleben müssen und sind beschattet worden und werden in Internierungslager gekommen. Und da kann kein anderer drüber verfügen und vielleicht Missbrauch damit begehen. Denn an sich wird es vielleicht vom BND übernommen und da wird dann kontrolliert, wer war hier Unruhepotenzial, der wird es auch in künftig einig Deutschland Vaterland wieder sein. Das Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz. Einer der Anwärter auf die Stasi-Akten. Hier sitzt der Spitzeldienst West. Moderner, nicht so auffällig, aber wirkungsvoll. Die Demonstranten vor der Ostberliner Stasi-Zentrale befürchten zu Recht, dass vieles so weitergeht wie bisher. Die Stasi-Mitarbeiter jedenfalls bringen ihr Schäfchen ins Trockene. Und die Menschen waren grausam. Und das sind die größten Verbrecher, die muss man einsperren, aber leider mal sitzen ja die Leute noch frei rum. Ja.
Uns hat man mit die Arbeitskraft, die Arbeitsplätze weggenommen, man hat uns erlassen und die Leute, die hat man eingestellt. Und sowas finde ich fies. Eine Revolution hat in der DDR nicht stattgefunden. Die alten Herren werden eins zu eins in den westlichen Kapitalismus übernommen. Christian Hallbruck von der Oppositionsgruppe Umweltbibliothek. Die SED ist auch jetzt nach dem Zusammenbruch des Systems nach wie vor eine Interessengemeinschaft von Leuten, denen es um Privilegien geht, um Geld geht. Das wird ganz deutlich, wenn man sieht, wer sich von diesen alten Funktionären, nicht nur der SED, auch der FDJ oder auch der Staatssicherheit, in die Industrie flüchtet, in die Wirtschaftskreise, nein, dort Geld mit hineinnimmt oder auch in die Politik. Es ist einfach eine Interessengemeinschaft von Leuten, die an korrupten Zuständen interessiert gewesen sind. Der bürokratische Kapitalismus in der DDR wird aufgelöst und vom westlichen Kapitalismus der BRD geschluckt. Die SED-Nachfolgerin PDS verlegt sich nun darauf, dem Kapitalismus soziale Züge zu verleihen. Sie wollen Spuren verwischen. Denn die Geschichte der DDR beweist, nicht der Sozialismus ist gescheitert, sondern die SED-Führer, die ihn verraten und beseitigt haben.